Jetzt muss ich aber los hier. Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Dankeschön. Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weitertreiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht? Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, er ruhe in Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult? Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg! Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. Kukulkan gebot mir, mich der Priesterschaft anzuschließen.
Die Götterwelt der Paitizianer ist ein Konglomerat verschiedener Kulturen. Ich muss ihre Rituale und ihren Glauben studieren, um herauszufinden, wie wir ihre eigenen Götter gegen sie einsetzen können. Jene, die über das Wasser kamen, sind unaufrichtig und intelligent. Ich zweifle nicht daran, dass die Stadt schon bald unter der Kontrolle von Kukulkan vereint sein wird. Oh. Yay, yeah, jetzt darf ich erstmal sammeln ohne Ende. Hier sind noch Sachen. Ja, halt doch die Fresse. Er hat sich erschrocken. Eine weitere Gruppe Kinder ist per Dampfer aus Khan unterwegs. Behaltet von den 10, die ich geschickt habe, bitte vor allem einen Jungen namens Amaru im Auge. Er ist von allen am vielversprechendsten, zeigt jedoch Anflüge von Missmut und beklagt sich häufig, er würde seinen Bruder vermissen. Ich schlage vor, dass ihr für ihn einen speziellen Lehrplan erstellt, sodass er zu beschäftigt ist, um Heimweh zu haben. Lange dunkle Schatten rücken näher. Der Berg, schwarz wie die Nacht, ist in Trauer, als die blassen Fremden das kurze, aber enorm ertragreiche Leben von Kuyua Kapak beenden. Er, der sich diese Stadt in seinem Streben nach Größe aufgeladen und sie zu neuen Höhen geführt hatte, der um nichts anderes bat, als dass Inti ihm die Stirn wärme, während er arbeitete. In den Flüssen, auf den Feldern oder in der Ziegelei. Kuyua Kapak traf eine Vereinbarung mit den Fremden. Er opferte sich, damit wir weiterleben können. Frei, doch unter der neuen Herrschaft dieser Männer aus fernen Landen. Wozu liegt eigentlich überall Fett rum? Das ist angezündet. Das ist Tonatiuh, der Sonnengott und Gebieter über den aztekischen Himmel, den sie Tollan nannten. Er war buchstäblich die Sonne selbst, genau genommen die fünfte, und herrschte nach dem Tod der 4 Sonnen vor ihm über das 5. Zeitalter. Die Azteken glaubten, ihm regelmäßig Opfer darbringen zu müssen, da er sich andernfalls weigern würde, über den Himmel zu ziehen. Er wurde, wenig überraschend, mit Adlern assoziiert und häufig in ihrem Gefieder dargestellt. Er trug dabei entweder Pfeile und Schilde oder speziell für Menschenopfer gefertigte Werkzeuge. Ja, komm. Oh, da ist ja noch was. Ich muss hier echt Augen aufhalten, ne? Die Gemahlin von Inti, Tochter von Viracocha und Mutter der Gründer des Inka-Reiches. Vermutlich ein weiteres Artefakt, das der Kult von den Bewohnern Paititis erpresst hat. Ja, jetzt gehört's mir. Ist mir Wurst, wem das vorher gehörte, dann. Die Priester der Stadt oder die Schamanen, falls wir zwischen den Heiden und denjenigen unterscheiden wollen, die im Lichte Gottes wandeln, traten als Erste vor. Sie waren die Ersten, die zuhörten, um mehr über den Zustand der Außenwelt zu erfahren. Viele von ihnen fühlten sich daraufhin betrogen und flehten darum, getauft zu werden. Sie kamen völlig zu Recht zu dem Schluss, dass ihr Glaube und ihre Verehrung der traditionellen Gottheiten dieses Landes unangebracht waren. Einer von ihnen formulierte es folgendermaßen: Wenn euch euer Gott vom anderen Ende der Welt bis hierher geführt hat, muss er wahrlich der Mächtigste sein, und nur ein Narr würde sich nicht vor einer solchen Wesenheit verneigen. Wir werden diesen Schamanen Englisch beibringen, damit sie es anschließend die Bewohner von Paititi lehren können. Der schwarz-gelbe Streifen im Gesicht zeigt, dass es sich hierbei um Tezcatlipoca handelt, einen bedeutenden Gott der Azteken. Mal sehen, ob ich mich noch an alles erinnere, was mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Jaguare, Wirbelstürme, die Nachtwinde, der Nachthimmel, die Erde, der Norden, Zauberei, Schönheit, Versuchung, Führungsstärke, Krieg, Unfriede, zwischenmenschliche Konflikte im Allgemeinen und natürlich Obsidian und Weissagung. Sein rechter Fuß wird häufig durch reflektierenden Obsidian ersetzt, den die Azteken als Spiegel verwendeten und der auch bei schamanischen Ritualen und Voraussagungen zum Einsatz kam. Tezcatlipoca bedeutet wörtlich übersetzt rauchender Spiegel.
Um zu verhindern, dass Krankheiten nach Paititi gelangen, untersagt Herrscher Chiqua hiermit vorübergehend allen Bürgern, die Stadt zu verlassen. Wer auch immer sich derzeit außerhalb der Stadtgrenzen aufhält, darf sie nicht wieder betreten. Paititi leidet noch immer unter den Folgen der jüngsten Seuche, weshalb jeder weitere Ausbruch das ohnehin schon fragile Gleichgewicht aus dem Lot bringen könnte. Auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Ja, jetzt habe ich hoffentlich gleich mal alles eingesammelt. Oh, da ist ja noch was. Oh, ich krieg einen Kollaps, ey. Um jegliche Eskalation einer ohnehin schon heiklen Lage zu vermeiden, gelten für sämtliche Mitglieder von Trinity folgende Regeln. Schränken Sie Ihre Besuche der Stadt ein, verlassen Sie das Lager nur in Kultistenkleidung, tragen Sie keine modernen Waffen, vermeiden Sie, wenn möglich, direkten Kontakt mit den Paitizianern. Noch eine Story abgeschlossen. Nur weil ich die ganzen Sachen sammle. Ich habe mittlerweile so viel abgeschlossen. Geht's irgendwo rein? Nee. Sah nur ein bisschen so aus. Warte mal, war da noch was? Da war noch was. Ich kann so nicht während ich rumstehe, nicht die Pfeile wechseln. Das ist echt ein bisschen blöd. Die Pfeile, Jonah, die Pfeile. Ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Honorato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Ja, wo mag sie nur sein, die komische Schatulle? Ich kann nicht mehr tragen. Wenn sie 400 Jahren weg ist, dann wird das schon so ein bisschen schwierig. Denke ich mir. Na, komme ich da runter? Ah, mittlerweile bin ich echt gut dabei mit dem Klettern und sowas. Jetzt schön schwingen hier. Ja, top. Geht's jetzt hier lang? Ah, da oben. Okay. Oh nein! Das war eine weiße Wand. Ich hätte zweimal springen müssen. Ach, shit, ey. Immer wieder das Gleiche. Dafür habe ich nicht genug Platz. Da glotzt er da aus dem Fenster. So, ah, guck mal, hier ist noch so ein Ding. So ein Ding. Hat keinen Namen, ist ein Ding. Das ist Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen. Aus diesem Grunde wurde Quetzalcoatl auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht. Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen.
Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Okay, cool. Wieso wird er so komisch ausgesprochen? Und anders geschrieben. Hier steht Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Kenne ich allerdings den Namen, den kannte ich schon aus, wie heißt der Anime? Dragonmite? Miss Kobayashi's Dragonmite heißt der. Genau, daher kannte ich den Namen schon. Da ist nämlich eine Figur, ein Drachen, sag ich mal, der auch, Quetzalcoatl heißt. Meine ich. Bin mir gerade nicht so ganz sicher, daher kenne ich den Namen halt. Was ist das? Warum bin ich hier? Krypta! Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Ja, bei so einem Verlies, genau. Bei so einer Krypta bin ich gerne wieder dabei. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ah, Pilze. Nee. Das ist auch für, wahrscheinlich für so einen Trank oder sowas. Oder ja, so ein Special-Dings hier, was ich noch nicht bauen kann. Ich kann kaum den Boden sehen. Falls es überhaupt einen gibt. Ja, der Boden, der ist so krass weit weg. Da, oh. Das ist so heftig, ne? Boah, ich glaube. Der ist so tief, da fallen mir fast die Eier ab, ganz ehrlich. Boah, da, ich konnte den Boden auch kaum sehen, ey. Hammerhart. Jetzt mach doch mal... Ach, meine Fresse. Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Etwas zum Öffnen. Wo habe ich diese Lampe? Achso, die hängt an meinen Klamotten dran. Ja, moin. Diese kleinen Verstecke, die sind immer wunderbar. Da ist immer ganz viel guter Klöderkram drin. So. Nee, da geht's doch rüber. Geh da doch rüber. Meine Fresse, geh da rüber. Abseilen? Warum soll ich mich abseilen? Weil es hier nicht weitergeht, oder was? Wohin? Ach, dahin. Ja, moin. Okay. Ich hoffe, dahin. Ja, da ist ein Schalter. Dahinter muss irgendetwas sein. Das ist nicht gut. Oh nö, das Wasser steigt. Oh nö. Ich bleib erstmal stehen und beobachte, bevor ich laufe, ne? Genau. Wie weit steigt das Wasser? Hm. Oh, es geht mir bis zu den Knien. Hm, oh, das steigt immer mehr. Hm. Vielleicht gehe ich unter. Hm, wer weiß. Ich guck erstmal noch. Genau. Neue Ausrüstung, ja wow. Mehr Schutz vor Nahkampfangriffen. Kann ich mir später mal bauen, damit ich es zumindest habe. Über Tote spricht man nicht. Geheimnisse für alten Krypten in Paititi.
4 alte Krypten? Wie habe ich denn bis jetzt entdeckt? Wenn das die zweite war? Hier habe ich noch eine gehabt. Ja, die habe ich wohl. Moment, habe ich die? Ja, aber warum ist die so angezeigt? Wieso ist die weiß? Wenn ich die doch habe. Oder die hier, die ist ja auch weiß. Hä? Nee, das ist ein Wandgemälde. Ja, keine Ahnung, was das alles bedeutet. Da habe ich jetzt aber auch keinen Nerv, mich drum zu kümmern.